Leute, während der massiven Korrekturphase hier auf den Kryptomärkten mussten die Altcoins massivst an Wert einbüßen gegenüber Bitcoin. Über den Zusammenhang haben wir schon mal gesprochen im Bitcoin Dominance Chart. Aktuell ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin gegenüber sämtlichen anderen Kryptowährungen massivst angestiegen. Und im letzten Livestream habe ich euch erzählt, Leute, hey, es gibt eine Möglichkeit, wie ihr daran partizipieren könnt und wie ihr eure Bitcoin-Menge erhöhen könnt. Und da kam die Frage auf, hey Mo, kannst du das vielleicht einmal detailliert darstellen? Und natürlich komme ich eurem Wunsch gerne nach. Und in diesem Video werde ich euch detailliert aufzeigen, wie auch ihr von der nächsten Altcoin-Stärke gegenüber Bitcoin massivst profitieren könnt. Dafür schauen wir uns den letzten massiven Uprun von Ethereum gegenüber Bitcoin an. Und natürlich habe ich auch ein neues Chartbild für dich parat, wo es sehr, sehr zeitnah zu diesem Switch kommen kann, wo du auch wieder erneut davon partizipieren kannst, dass eine andere Kryptowährung gegenüber Bitcoin massivst an Wert gewinnt und du so deine Bitcoin-Menge gigantisch erhöhen kannst. Und von daher, wenn dich das interessiert, wenn du darauf scharf bist, deine Bitcoin-Menge zu erhöhen, das ist mein primäres Ziel. Hey, dann solltest du bis zum Ende dranbleiben, denn dann weißt du Bescheid, wie das Ganze hier funktioniert. Und von daher, lasst uns keine Zeit verschwenden. Let's get started. Yes, und damit hallo und herzlich willkommen hier zur Special Edition auf der Crypto Wall Street. Dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen, Chart-Setups, Trade-Ideen, News rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und wenn du das nicht verpassen willst, jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading-Tag starten möchtest, hey, dann wird es jetzt Zeit, dass du Teil der SK-Crew wirst. Gerne kostenloses Abo dalassen, Glocke aktivieren und auf alle stellen, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ein Video gerade online geht. Und abschließend, smash the Like-Button, denn dann können wir mit dem Content starten. Und Freunde, heute mit der Special Edition, wie kannst du deine Bitcoin-Menge erhöhen? Dieses Thema kam im letzten Livestream am Donnerstag auf. Habe ich kurz angerissen. Euer Wunsch war, hey Mo, kannst du da gerne oder bitte noch einmal ins Detail einsteigen? Und selbstverständlich, eure Interessen liegen mir am Herzen. Von daher gehe ich da gerne Step by Step in diesem Video drauf ein. Hast auch du einen weiteren Wunsch zu einer oder für eine Special Edition? Steuer sie mir gerne in die Kommentare ein. Und dann würde ich sagen, lasst uns gar keine Zeit mehr verschwenden. Lasst uns direkt mit dem Content starten. Let's go! Bevor wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, wie auch du deine Bitcoin-Menge zum Beispiel um 135% durch das Traden von BTC-Paaren erzielen kannst, muss erstmal jeder das Grundprinzip verstanden haben. Denn genauso wie es bullische Phasen von Bitcoin gibt oder bärische Phasen, pendeln wir auch immer hin und her zwischen sogenannten Bitcoin-Seasons und Altcoin-Seasons, beziehungsweise zwischen Altcoin-Monaten, wie ihr es hier seht, und Bitcoin-Monaten. Erstmal zur Definition, was überhaupt ein Altcoin-Monat oder eine Altcoin-Season ist. Das heißt, wenn 75% der Top 50 Coins besser performen als Bitcoin über die letzten 90 Tage gesehen, dann sprechen wir von einer Altcoin-Season. Umgemünzt auf den Monat ist es genauso zu verstehen. Und wir sehen gerade aktuell hier die Top 50 Performance über den letzten Monat gesehen. Und da sehen wir massive, sage ich mal, Outperformance von Bitcoin gegenüber den Top 50 Coins. Klar, sämtliche Währungen mussten während dieser massiven Korrekturphase deutlich einstecken. Und, was wir hier auch sehen, die Altcoins deutlich mehr einbüßen mussten gegenüber Bitcoin. Insgesamt haben es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Top 50 Coins es geschafft, besser zu performen als Bitcoin, beziehungsweise weniger Verluste einzufahren als Bitcoin. Nur TRX und FRX hat letzten Endes besser performt, beziehungsweise ist mit Gains über den letzten Monat hier herausgegangen. Also Freunde, wir switchen, pendeln immer wieder zwischen zwei Phasen hin und her. Sogenannte Altcoin-Monate, Altcoin-Stärke und Bitcoin-Stärke. Und zuletzt, als wir darüber gesprochen haben, Freunde, im April, Ende März, Anfang April, standen wir in einem Altcoin-Monat. Und hier habe ich euch schon gewarnt zu dem Zeitpunkt, denn immer wenn wir in diesen Regionen hier oben sind, performen die Altcoins aktuell Bitcoin aus. Und während wir in den unteren Zonen hier in diesem Chart sind, performt Bitcoin die Altcoins massivst aus. Und ihr seht, was danach passiert ist. Immer wenn wir hier oben in diese Bereiche reinstechen, kommt es danach zu einer Korrektur hier in diesem Chart. Und
immer wieder ein Pendel zwischen sogenannten Bitcoin-Monaten und einem Altcoin-Monat. Bitcoin-Monat, Altcoin-Monat, Bitcoin-Monat, Altcoin-Monat. Und zuletzt befanden wir uns in diesem Altcoin-Monat und von daher hatte ich die Warnung ausgesprochen, Leute, vorsichtig, wir befinden uns jetzt gerade wieder im Altcoin-Monat. Immer wenn das passiert ist, hey, dann kann es zeitnah zu einer Korrektur der Altcoins gegenüber Bitcoin kommen. Und genauso ist es passiert. Und diese Korrektur ist jetzt schon deutlich fortgeschritten, Freunde. Und von daher, jetzt an der Zeit, dieses Video noch einmal abzudrehen, denn wir können sehr, sehr zeitnah erstmal wieder einen Switch hier sehen. Denn wenn es ein Bitcoin-Monat ist und wir hier unten stehen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass zeitnah die Altcoins gegenüber Bitcoin erstmal wieder aufatmen, also an Wert gewinnen. Darüber haben wir ebenfalls auch im Bitcoin Dominance Chart gesprochen, wo wir aktuell massivst im prozentualen Wert gestiegen sind. Erstmal für alle, die den Bitcoin Dominance Chart noch nicht kennen, das zeigt dir an, die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Vergleich zu sämtlichen anderen Kryptowährungen, den Altcoins. Und hier sehen wir einfach diese massive Stärke, die wir eben gerade auch hier in diesem Chart gesehen haben, den Bitcoin-Monat, dass Bitcoin über den letzten Monat massivst an Stärke gegenüber den Altcoins gewonnen hat. Und hier müssen wir auch einmal kurz strukturell zu sprechen kommen über folgende Strukturen, Freunde, denn wir haben hier untergeordnet, seht ihr es, für diejenigen, die das SK-System nicht kennen, das ist das System, mit dem wir hier auf dem Kanal arbeiten. Die Community kennt die Performance des Systems und jetzt lernst hoffentlich auch du es kennen. Und wir sehen es, dass wir hier wunderschön in bullischen Strukturen gelaufen sind, sind endlich damit aus diesem massivst langen Downtrend seit 26. Juli anhaltend, ist die Bitcoin-Dominanz gesunken gegenüber den Altcoins und hier sind wir jetzt das erste Mal herausgebrochen und wir haben ebenfalls unsere bullischen Ziellevel erreicht. Von daher, eine Ziellevelerreichung sagt so viel aus wie, hey, es kann zeitnah wieder erstmal zu einer Korrektur kommen. Die Bären haben das erreicht, was sie wollten. Sie haben die Bitcoin-Dominanz nach oben gepusht und jetzt kann es letzten Endes dazu kommen, dass erstmal die Bitcoin-Dominanz wieder abnimmt. Ergo, die Altcoins, die Marktkapitalisierung der Altcoins gegenüber Bitcoin steigt. Und diese Strecke, Leute, die möchten wir uns jetzt zunutze machen, denn die Bitcoin-Dominanz hat Potenzial, erstmal wieder zu sinken. Über einen gewissen Monat, vielleicht auch über 2 Monate, vielleicht auch nur 2-3 Wochen. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass wir hier jetzt erstmal eine Korrektur hier in diesem Chart sehen. Und diese Korrektur, bis wohin ist die möglich? Das habe ich euch hier eingezeichnet im türkisfarbenen Wendebereich. Ich checke nochmal kurz, ob es auch das aktuellste Level ist. Ja, es ist das aktuellste Level. Das heißt, es kann jetzt erstmal zeitnah zu einer Korrektur in der Bitcoin Dominance kommen, bis hin zur Marke in etwa 43,4% runter bis 42,7%. Und diese Strecke, wie gesagt, wollen wir uns zunutze machen, um unsere Bitcoin-Menge zu erhöhen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Da gehen wir jetzt einmal kurz in den ETH-BTC-Chart drauf ein. Wir befinden uns hier im ETH-BTC-Chart. Für diejenigen, die nicht verstehen, was das für ein Chart ist, erstmal die Erklärung. Er bildet den Ethereum-Preis im Vergleich zum Bitcoin-Preis an. Das heißt, Ethereum steht aktuell bei 1.969 Dollar, Bitcoin bei 29.280 Dollar. Das heißt, in diesem Fall kriegst du für ein Ethereum 0,067239 Bitcoin aktuell. Wir schauen uns das jetzt mal an. Was ist passiert? Wir befinden uns hier beim Ende des Bärenmarktes 2020. Nach dem Corona-Dump ist natürlich der massive Uprise im gesamten Kryptomarkt geschehen und auch hier hat letzten Endes Ethereum Bitcoin massivst outperformed. Auch hier konnten wir massivst profitieren für diejenigen, die damals das System schon kannten. Das heißt, auch hier haben wir wunderschön nach SK-System die Strukturen analysiert. Nachdem der Markt hier seine erste Sequenz aktiviert hatte mit dem Bruch dieses Highs, hatten wir die Ziellevel erreicht und danach darf es natürlich zur Korrektur kommen. Bis wohin ist diese Korrektur erfolgt? Ebenfalls nach System, ein wunderschöner Einstiegsbereich für uns. Das heißt, hier hättest du bereits die Möglichkeit gehabt, das erste Mal einzusteigen und zum Beispiel deine Bitcoin-Dominanz um knapp 60% zu erhöhen. Für alle diejenigen, die geschlafen haben, auch kein Problem. Wir finden immer wieder neue Re-Entries, immer wieder neue Einstiegsmöglichkeiten. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, nervös zu werden.
FOMO zu entwickeln, Fear of Missing Out. Nein, der Markt, der bietet uns immer wieder neue Einstiegsmöglichkeiten. Denn nach diesem High kam es auch hier zur erneuten Korrektur und wir haben ebenfalls eine massivst größere neue Sequenz aktiviert, Freunde. Ich zeichne auch kurz einmal noch die Ziellevel ein. Dann sehen wir sehr, sehr schnell, dass die Ziellevel deutlich überschossen worden sind. Nichtsdestotrotz passt das wieder für diejenigen, die schon länger hier sind, mit dem Strukturverständnis aus diesem massiven Fundament, was wir gegossen haben. In solchen Phasen baut der Markt Potenzial auf, was er dann im Anschluss entladen wird. Schauen wir uns das an, was ist passiert? Nachdem wir diese Sequenz aktiviert haben, Freunde, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns einen Wiedereinstiegsbereich herauszusuchen. Und dieser Einstiegsbereich war in diesem Fall das BC-Korrekturlevel. Und siehe da, check, der Markt fällt wunderschön in dieses Level hinein und wendet erneut. Das heißt, wenn du dich jetzt am allerersten Level positioniert hättest, dann siehst du sehr, sehr schnell, das 50er Level war das erste Level, dass du an der Spitze hier knapp 135% Ertrag auf deine bisherige Bitcoin-Menge erwirtschaftet hättest können. Das heißt, du hast in diesem Fall hier unten in diesem attraktiven Wendebereich in der Erwartungshaltung, dass letzten Endes jetzt Ethereum im Vergleich zu Bitcoin an Wert gewinnt, deine Bitcoin-Menge umtauschen. Das heißt, sage ich mal, ein Bitcoin nutzt, um letzten Endes Ethereum zu kaufen und danach diesen massiven Uprun von Bitcoin gegenüber Ethereum mitnimmst. An der Spitze 135%. In diesem Fall hättest du, sage ich mal, keiner schafft, sage ich mal, diesen perfekten Ausstieg. Du hättest auch, sage ich mal, mit 100% schon sehr, sehr zufrieden sein können, auch mit 80 oder 50%. Das ist gigantisch, Leute. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr startet mit einem Bitcoin und während dieses Upruns erhöht ihr eure Bitcoin-Menge hier zum Beispiel um knapp 50%. Das heißt, ihr würdet, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt eure Ethereum wieder umtauscht in Bitcoin, mit 1,5 Bitcoin dastehen. Hey, das ist crazy. Das ist mein primäres Ziel hier auf dem Markt. Ich möchte so viel Bitcoin wie möglich akkumulieren. Ebenfalls, wenn du es hier oben umgetauscht hättest, hättest du aus einem Bitcoin 2,35 Bitcoin machen können. Gigantisch. Nach System ebenfalls, Freunde. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Markt hier aktuell gemacht hat. Er hat diesen Uprun fortgesetzt, durchgesetzt und siehe da, wunderschön auch wieder nach dem SK-System in unserem Bärenlevel herausreagiert. Das heißt, nach so einem massiven Downrun haben wir natürlich auch gewisses Korrekturpotenzial. Und das sollte auch jedem noch einmal eine gewisse Entspannung geben, wenn wir an den Bitcoin-Chart denken, der gerade massivst gedumpt ist. Wir haben Korrekturpotenzial, früher oder später wird es zu einer Erholung kommen. Aber der Markt läuft jetzt wunderschön nach diesem ersten High konsolidiert und läuft dann unser erstes bärisches Level an. Hier wird es natürlich wieder interessant, den Markt nach unten zu drücken. Und das ist jetzt passiert hier im ETH-BTC-Chart. Wir gehen einmal untergeordnet rein und auch hier können wir natürlich mit unseren Sequenzen des SK-Systems arbeiten. Der Markt hat aus seinem bärischen Korrekturlevel eine bärische Sequenz eingeleitet, ins Ziel gebracht und danach auch wieder wunderschön korrigiert bis in unser Gesamtkorrekturlevel, Freunde, und jetzt erneut abgerauscht. Das heißt, mit dem System könnt ihr wirklich den Markt bestens analysieren. Natürlich haben wir, genauso wie wir ein Korrekturpotenzial nach oben haben, jetzt erstmal ein Korrekturpotenzial nach unten, nachdem wir ein bärisches Level angelaufen haben. Und hier haben wir das Korrekturpotenzial in ETH-BTC bis hin zur Marke 0,0523 runter bis hin zu 0,04. Und hier, Freunde, wird es wieder interessant, eure Bitcoin-Menge zu erhöhen. In diesem Fall eure Bitcoins, wenn der Markt diese Korrektur weiter fortführt und in diesen Bereich hier reinkommt, eure Bitcoin wieder umzutauschen in Ethereum in der Erwartungshaltung, dass letzten Endes Ethereum wieder gegenüber Bitcoin an Wert gewinnt. Und es kann definitiv dazu kommen, Freunde, denn wir wissen es, gehe ich auch in einer der nächsten Videos detailliert mal wieder drauf ein. Wir stehen immer noch vorm Merge in Ethereum, Ethereum 2.0, von Proof of Work hin zu Proof of Stake. Und das kann natürlich einen massiven Uprun hier in Ethereum auslösen und daher wäre, also ist es meine Strategie zumindest, wenn der Markt hier runterfällt, meine Bitcoin, natürlich nicht alle, immer nur einen gewissen Betrag,
Risikomanagement ist das A und O hier an den Märkten, umzutauschen in Ethereum, in der Erwartungshaltung, dass Ethereum jetzt dann zeitnah, wenn dieser Merge stattfinden sollte oder davor, wieder an Ethereum, wieder an Wert gegenüber Bitcoin gewinnt. Darüber mache ich auch nochmal ein detailliertes Video, Leute. Von daher gerne das Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und jetzt, Freunde, kommen wir noch einmal auf einen Chart zu sprechen, wo es sehr, sehr zeitnah mega interessant werden kann, genau diesen Prozess durchzuführen. Und dieser Chart ist FTM, Phantom. Von daher lasst uns mal darüber springen. Für diejenigen, die Phantom nicht kennen, auch hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Layer 1 Project mit Smart Contract Fähigkeit, also vergleichbar zu Ethereum. Nichtsdestotrotz gibt es hier aktuell schon eine schnellere Durchsatz, also eine schnellere Transaktionsrate. Die Blockchain ist stabiler und letzten Endes kostengünstiger. Deshalb kam es auch hier zu einem massiven Uprun in der Vergangenheit in Phantom, starker Konkurrent zu Ethereum Blockchain, doch natürlich auch jetzt mit dem massiven Drop hier auf den Kryptomärkten musste Phantom wie alle anderen Altcoins gegenüber Bitcoin massivst an Wert einbüßen. Doch Freunde, genau das ist jetzt unsere Chance. Andere zittern, andere sind frustriert. Wir begreifen das Ganze als Chance, denn wenn wir uns das Ganze hier in der Daily mal anschauen, sehen wir aktuell, dass der Markt bereits von seinem All-Time-High, wir sind im FTM-BTC-Chart, also Phantom im Vergleich zu Bitcoin, sage und schreibe um 88,2% hier an dem Fibonacci Retracement korrigiert ist. Und wenn wir uns das jetzt mal untergeordnet anschauen, Freunde, kommt auch wieder das Strukturverständnis rein, dann sehen wir sehr, sehr schnell, dass der Markt hier erstmal an der 88,2er reagiert hat, danach es schon zu einem Up-Move kam von sage und schreibe knapp für 47%. Das heißt, in diesem Fall hättest du auch hier Bitcoin, deine Bitcoin-Menge, wenn du sie eingetauscht hattest in Phantom an dieser Stelle, um knapp 45% erhöhen können, ein Bitcoin zu 1,45 Bitcoin. Nichtsdestotrotz, bin ich auch ehrlich, wäre das riskant gewesen? Nein, wir sind hier, um Geld zu verdienen, nicht Geld zu verbrennen. Wir gehen komplett rational nach Systemen vor und wir wollen uns erstmal gewisse Strukturen bestätigen lassen. Und das sehen wir jetzt hier zeitnah, vielleicht in Phantom. Denn Strukturverständnis. Nach so einem massiven Drop müssen wir natürlich erstmal wieder den Fair Value finden, die Preislevel austarieren und wieder ein gewisses Fundament bilden in dem Markt, worauf wir aufbauen können. Denn ihr würdet auch nicht auf einem sandigen Fundament euer Haus bauen. Das Ding würde in sich zusammenstürzen. Und das hier ist definitiv kein sandiges Fundament. Das ist in Beton gegossen. Und wenn das jetzt Folgendes passieren sollte, Leute. Wenn wir jetzt dieses High hier herausnehmen sollten in FTM, dann wird es höchst interessant. Hier danach im entgegengesetzten Korrekturlevel dieser Aufwärtsbewegung genau diesen Move durchzuführen, den ich eben in ETH-BTC gesprochen habe. Denn wenn wir jetzt diese Aktivierung sehen sollten, bisher alles nur spekulativ, aber ich wollte euch schon mal darüber informieren, dass es zeitnah eben, wie wir gesehen haben, hier auf diesem Chart, wir sind ein Bitcoin-Monat, immer wenn wir einen Bitcoin-Monat haben, kam es danach auch irgendwann wieder zur Wende hin zum Altcoin-Monat. Und deswegen, Vorbereitung ist the key to success. Preparation is the key to success. Also, wir wollen uns vorbereiten auf diesen nächsten Move und wir sehen, wenn wir jetzt dieses High hier herausnehmen, diesen Move machen, würden wir eine Sequenz aktivieren und wir hätten dann unsere Ziellevel hier in Phantom bei sage und schreibe, ich lasse mal die 0, Stellen weg, 1893 hoch bis 2097. Ich zeichne auch hier noch einmal die Sequenz ein, damit jeder genau sieht, wie wir hier agieren. Und wenn jetzt diese Sequenzaktivierung stattfindet, der Markt genau bis zu diesem Level kommt, haben wir danach natürlich einen interessanten Wiedereinstiegsbereich. Das ist unser BC-Korrekturlevel. Jetzt hier erstmal falsch eingezeichnet, das genaue Level, wenn wir zu diesem Zeitpunkt da oben ankommen würden und der Markt genau an dieser Stelle korrigiert. Natürlich müssen wir die Level immer wieder aktualisieren, wenn er zum Beispiel nur bis hier kommt, hat er aber trotzdem das High gebrochen. Ist das Level irgendwo hier oben. Kommt da ein bisschen höher, müssen wir es natürlich auch aktualisieren. Aber, nur zum Verständnis, wenn der Markt jetzt dann von diesem Level korrigieren sollte, ist das nächste interessante Level, meine Bitcoins einzutauschen, einen Teil meiner Bitcoins, in Phantom bei 0,000132 runter bis hin zu 1,22 in der Erwartungshaltung, dass wir diese Sequenz aktiviert haben. Wir haben unsere wunderschönen Ziellevel identifiziert und strukturell ist das einfach eine wunderschöne Struktur, eine wunderschöne Sequenz, die wir hier aufbauen.
Und von daher hätten wir danach, wenn wir am ersten Potenzial, am ersten Level einsteigen, immer noch ein gigantisches Potenzial, unsere Bitcoin-Menge zu erhöhen, sage und schreibe, um 43%, wenn wir das Ding hier ins Ziellevel tragen. Und das ist letzten Endes, wie es funktioniert, Leute. Es ist kein Hexenwerk, doch man muss es einfach mal verstehen. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video das Ganze näher bringen konnte. Falls es dir gefallen hat, falls du was mitnehmen konntest, falls du es verstanden hast, hey, dann smash den Like-Button. Gib mir gerne Feedback in die Kommentare. Falls dir der Kanal gefällt, würde ich mich auch mega drüber freuen, wenn du den Kanal einfach mit deinen Freunden, Bekannten, Familien teilst. Wir müssen einfach mehr Leute über Kryptowährungen educaten und das vernünftig. Nicht so, wie die Masse hier auf Krypto, YouTube unterwegs ist, nur auf Hype, sage ich mal 10x, 100x, nein. Wir gehen hier wirklich rational, bewusst vor, nach System, mit vernünftigem Risikomanagement. Wir sind keine Moonboys, wir sind keine Schwarzmaler, nein. Und wenn dir das gefällt, werde Teil der SK-Crew, kostenloses Abo dalassen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein wunderschönes Wochenende, Freunde. Wie gesagt, hast du eine Idee für ein weiteres Special? Steuer es mir gerne in die Kommentare ein. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.